Viele Dinge, die dann auch erzählt wurden oder geschrieben wurden, sind dann noch gar nicht belegt. Also die Fakten sind noch gar nicht auf dem Tisch oder sonst was. Na, natürlich ist es nicht schön, wenn dann hin und her spekuliert wird, weil dann auch irgendwo, ja, ich denke, die Wertschätzung verloren geht für einen Mann, der diese WM nach Deutschland geholt hat. Das ist Franz Beckenbauer. Und ich bin jetzt seit ja, ungefähr 35 Jahren in dem Profigeschäft. Ja, und ich kenne Verbände überall in der Welt. Ich kenne die FIFA, ich kenne die UEFA, ich kenne andere Kontinentalverbände. Und ich glaube, von denen, die entschieden haben, wo die WM 2018 und 2022 hingeht, ich glaube, das sind mittlerweile 2/3 von denen verhaftet, ne, und im Gefängnis. Mit Fakten. Ne. Also die Fakten mit dieser Geschichte um den Franz herum, sie sind ja noch gar nicht präsent. Ne. Ich denke, dass viele vergessen haben, was der Mann eigentlich für Deutschland gemacht hat. Also ohne Franz Beckenbauer wäre der deutsche Fußball nie da, wo er heute ist. Ne? Schon als Spieler nicht, ne? Wo er praktisch die 70er-Generation angeführt hat, noch als Trainer, wo er uns 1990 zur Weltmeisterschaft geführt hat, noch zu dem, dass er die Weltmeisterschaft nach Deutschland gebracht hat. Ne? Der Mann, der hat die höchsten Verdienste erlangt. Und jetzt da spekulativ immer reinzugehen und ins Fettnäpfchen zu treten, ohne wirklich letztendlich alle Dinge auf dem Tisch zu haben, das ist einfach falsch, das ist nicht in Ordnung. Von daher, dieses Erlebnis 2006 war ja nicht nur ein schönes Erlebnis für die Mannschaft und für uns, die das, ich sage mal, umgesetzt haben, sondern es ist ja etwas, was wir alle miteinander geteilt haben. Na, die ganze Nation hat dieses Märchen geteilt. Hunderttausende von ausländischen Fans, die nach Deutschland gekommen sind, haben in Deutschland erlebt, das sie noch nie so gesehen haben. Ne? Nicht nur, dass wir uns dann endlich getraut haben, unsere Fahnen rauszuhängen, sondern auch mit einer Offenheit, mit einer Freundlichkeit, mit einer multikulturellen Denkweise, wie sich Deutschland präsentiert hat, dass sich das Bild Deutschlands hat sich durch 2006 gravierend geändert, im positiven Sinne. Also ich werde überall immer noch angesprochen von Leuten, die da waren, egal wo ich rumreise auf der Welt, weil es ein neues Deutschlandbild gegeben hat. Mit der Hilfe von allen, von den Fans, von den Städten, von der Politik, der Wirtschaft, des Sports, alle haben dieses Fest zu diesem Märchen gemacht, zu diesem Sommermärchen. Und ich denke, darauf sollte jeder stolz sein. Wirklich jeder stolz sein, weil wir teilen diese Momente miteinander. Ne? Also wir wurden nur Dritter in dem Sinne, dass wir als Halbfinale leider gegen Italien verloren haben. Aber wir wurden dann empfangen von einer Million Leute in Berlin, am Brandenburger Tor danach, wo es einfach nur Party gab. Ne? Und ganz Deutschland hat Party gemacht vor 4 Wochen und hat den Leuten gezeigt, ja, wie lustig wir sein können. Weil viele, wenn ich gerade, jetzt sitzen wir hier in London, die haben immer gesagt, also ihr Deutschen, also ja, wir gehen in den Pub und lachen uns einen ab und wie macht ihr das? Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, wir können auch lachen, wir haben auch Spaß. Und ich glaube, diese WM hat der ganzen Welt gezeigt, dass wir Spaß haben können, dass wir locker sind, dass wir lustig sind. Natürlich haben wir unsere eigenen Grundcharaktere, in dem Sinne, dass wir zuverlässig sind, pünktlich sind, dass wir zielstrebig sind. Aber das sind ja gerade alles Eigenschaften, um die sie uns beneiden in der Welt. Ne? Und deswegen sind wir auch da, wo wir sind. Wir sind das Land in Europa, das die Wirtschaft ankurbelt. Na, dass das Gegengewicht zu Asien oder zu Nordamerika bildet. In der Politik, in der Wirtschaft, im Sport sind wir von Ehrgeiz getrieben. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Deswegen werden wir immer als einer der Favoriten für eine Weltmeisterschaft gehandelt. Also da spiegelt sich schon auch viel Bewunderung für Deutschland mit. Und ich sage jetzt nicht Neid, sondern einfach auch Wertschätzung für Deutschland. Und dem sollte man sich bewusst sein. Und diese 2006 WM hat viel, viel Wertschätzung für uns gegeben, weltweit. Und da jetzt dann immer wieder dieses Thema hochzubringen, ja, was war da eine Zahlung da, war da das da? Also, man könnte mal vielleicht eine Untersuchung machen, was mit den Leuten passiert ist, die diese WM-Vergaben getätigt haben, die überführt wurden. Ne? Also ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wirklich, wirklich nicht vergessen, was Franz Beckenbauer geleistet hat und ihm ewig dafür dankbar sein.